kurz fast einen Herzinfarkt bekommen. Oh, holy shit. Ja. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Leute, ich kann nicht mehr. Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal RedMC. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier zu einer neuen Runde Super Mario Bros. Wonder. Schön, dass ihr hier seid. Und ihr seht's, heute gibt's mal wieder ein neues Special-Video. Da ich ja kein Let's Play zum Spiel mache, dachte ich mir mal, mache ich trotzdem mal was dazu, weil ich hatte Bock auf Mario Wonder und das in YouTube-Video-Form. Heute dürfen wir keine einzige Münze einsammeln. Ihr kennt bestimmt meine No-Coin-Challenge von Mario Kart, hatte ich schon mal gemacht. Genau dasselbe machen wir auch hier. Plus, das Video endet, wenn ich eine Münze einsammle. Wir machen es heute mal wirklich sehr schwierig, ein sehr ehrgeiziges Ziel. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ich hoffe, wir schaffen es relativ weit. Ich hoffe es wirklich. Wir sind hier mit Yoshi übrigens am Start in Welt 5 der Fungimine. Das ist mein privater Spielstand. Ich dachte, wir spielen einfach mal beim privaten Spielstand von mir weiter. Spoiler sollte es eigentlich nicht direkt sein, weil viele Player sollten schon an dem Punkt angelangt sein oder ziemlich weit im Spiel sein. Wenn nicht sogar schon durch sein, wie gesagt, berühre ich eine Münze, endet das Video. Deswegen werden wir ziemlich vorsichtig agieren. Wir versuchen so lange wie möglich und wir gehen rein in das Level. Obacht vor dem Baume. Gift-Dümpel. Das erste Level hatte ich ja schon gespielt gehabt und ich bin echt sehr gespannt. Ich habe so Bock auf dieses Video. Und ich will natürlich, dass das Video relativ, ja, eine gewisse Länge hat. Entsprechend werde ich hier vorsichtig agieren. Keine Sorge, Freunde. Gleichzeitig schauen wir, ja, wie ist es denn überhaupt möglich, jetzt Mario Wonder jetzt, ja, ohne Münzen berühren zu spielen? Ich zocke natürlich nicht das ganze Spiel jetzt hier im Video, sondern hier vereinzelte Level. Ich glaube, wenn ich hier springe, ist da bestimmt ein Block. Passe ich da mal lieber auf. Ja, und ich glaube auch mit einer Münze, mit Yoshis Zunge, kann er bestimmt auch die Münzen einsammeln. Deswegen lassen wir es einfach sein, wir gehen einfach weiter. Und ignorieren ist ganz gekonnt. Wunderschön, das haben wir schon mal gut überstanden hier. Ja, und dieses Spiel ist so krass, Leute. Das Spiel ist so heftig. Wenn ihr das Spiel gerade auch zockt, schreibt in die Kommentare, wie weit seid ihr? Oh fuck, auf den will ich ungern springen. Ich glaube nicht, dass er zwar eine Münze gibt, aber mache ich es trotzdem nicht. Ich habe gerade übrigens ein Abzeichen angelegt, das mir sagt, wo in der Nähe 10er Münzen sind. Ja, okay, das passt. Okay, ich kann auf die springen. Oder wo eine Wunderblume ist, glaube ich. War das? Ja, wie gesagt, als Yoshi können wir, oh mein Gott, Alter, ich habe gerade so kurz fast einen Herzinfarkt bekommen. Wir können nicht sterben eigentlich. Boah, ich bin voll am Zittern. Das ist voll kritisch hier gerade. Oh mein Gott, das ist vielleicht dann doch schwerer, als ich dachte. Und ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich ursprünglich vorgehabt hatte zu sagen. Ist eigentlich auch egal. Wir gehen auf jeden Fall ganz vorsichtig hier weiter. Auch diese lilanen Münzen zählen natürlich auch. Ich hoffe sehr, dass nirgendwo irgendwie versteckte Blöcke sind mit Münzen oder so. Das wäre ziemlich blöd. Komm, dich können wir killen. Geht's in irgendeine Röhre rein? Irgendeine rote Röhre hier? Nee. Oh, okay. Wir nutzen mal diese Dinger nicht, sondern... boah, das war heftig knapp, Mann. Sondern nutzen den Flattersprung von Yoshi an der Stelle. Bietet sich eigentlich ziemlich gut an. Und ich hoffe, der Greenscreen ist ganz okay eingestellt. Irgendwie nicht. Verzeiht mir das, aber es scheint ganz okay zu sein. Ich hoffe, bei diesem Video werde ich jetzt auch nicht so viele Cuts setzen, weil ich glaube, es ist schon interessant zu sehen, wie weit man es ja, schaffen kann, ohne eine Münze zu berühren. Müsst ihr auch mal probieren, Leute. Und könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie lange ihr es geschafft habt, ohne eine Münze einzusammeln. Boah, das direkt deckt damit. Und ich darf natürlich nicht darunter fallen, sonst kriege ich Münzen. Es ist echt krass, wie krass Münzen hier eine Rolle spielen im Spiel, ne? Weil das ist, ja, überall auf dem Weg. Man kann die fast gar nicht umgehen und wir schauen heute auch übrigens, ob das jetzt überhaupt möglich ist, falls Münzen auf dem Weg liegen und man die zwangsweise einsammeln muss, ob das trotzdem vielleicht irgendwie möglich ist, die zu umgehen. Auf jeden Fall gefällt mir der Vibe vom Level tatsächlich, kann ich euch mal so sagen. Why not? So, können wir hier mal vielleicht einen Flattersprung machen? Oh, das war ziemlich knapp, aber es klappt relativ gut, ja. Ich hoffe nicht, dass gleich ein Fehler von mir kommt, weil Stand jetzt würde ich mir das nicht verzeihen, wenn ich eine Münze einsammle. Also das Video ist dann halt wirklich vorbei. Ich glaube, das ist eigentlich ziemlich lustig, wenn das jetzt gleich so richtig unerwartet kommt. Gerade zum Beispiel, wenn ich jetzt darüber rede und es ist jetzt gleich passiert, wäre es amüsant, glaube ich mal, für euch. Aber wir hoffen es nicht. Ich gebe mein Bestes hier. Wir sind natürlich hier absolute Pros im Spiel. Versuche euch hier weiterhin zu unterhalten. Oh mein Gott, und ich werde hier ziemlich viele Herzrasereien haben. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Oh mein Gott, das ist ziemlich... oh mein Gott, man kann ja hier verrecken, glaube ich, ne? Geht's hier rein? Ja, hier geht's rein. Ist das irgendwie ein Secret? Bitte lass mich nicht bei Münzen raus. Oh Gott. Ja, das ist ziemlich schade, dass wir jetzt gerade die 10er Münzen nicht einsammeln dürfen.
Aber es sieht eigentlich ziemlich gut aus. Ich freue mich, falls wir das jetzt hier wirklich schaffen, dieses Level ohne Münze durchzuspielen. Vielleicht war das gerade... Ja, das war ein Segen. Das war ein Segen, dieses Level. Dann nutzen wir auch das mal. Oh mein Gott, das hätte... Oh mein Gott, da waren auch noch Münzen. Holy shit. Alter, wir haben es einfach geschafft. Ja, Leute, dann würde ich sagen, Wundersamen haben wir. Auf geht's zum nächsten Level. Ist das hier echt ein Buhu-Level? Wie geil. Festbeleuchtung zur Geisterstunde. Ey, die Buhus sind wieder am Start, oder was? Ich hoffe echt, dass wir hier auch durchkommen. Ich habe keinen Plan davon. Oh mein Gott, zum Glück war da ganz viel Block. Ich riskiere es aber auch echt immer, ne? Das ist unfassbar. Oh, es ist hier... Aha, wir sehen wenig und durch dieses Timer-Ding... Ja, wird uns ein bisschen Licht geboten, sag ich mal. Das ist ziemlich spannend. Bitte, 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 bitte. Oh Gott, ey. Ja, wieso ich... Warte, warte, warte. Wieso ich denn hier... Kann man eigentlich nach oben auch eine Zone machen? Wie soll ich nach hier... Warte, das ist doch hier unmöglich. Ab hier, oder? Wie soll ich hier rüberkommen? Nee, das glaube ich jetzt aber nicht, oder? Kann ich den eigentlich fressen? Ich kann den nicht fressen. Kann ich keinen Buchus fressen? Fuck, Digga. Vielleicht schaffe ich es mit viel Anlauf. Okay, Leute. Drückt mir die Daumen. Sonst wünsche ich euch einen schönen Tag. Oh, holy shit. Geisteskrank, Digga. Also wortwörtlich geisteskrank, weil hier sind Geister. Naja, ist unlustig. Ich dachte schon. Ja. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Leute, ich kann nicht mehr. Das ist so ein Adrenalin. Wir gehen einfach weiter, es interessiert uns nicht. Ja, wie geil, dass die Geisterlevel sind. Was bist du für ein Wesen? Oh. Wer warst du? Warte. Oh mein Gott, das hat ja gerade auch eine Münze gegeben. Stimmt, wenn man in die Türen reingegangen ist, die eigentlich nichts gegeben hätten, kriegen wir natürlich auch eine Münze. Die wollen wir mal natürlich nicht einsammeln. Was ist, wenn wir...